denke mal, wir machen das mal relativ einfach. Einfach 5 Minuten Epoxy. Wollen wir unser Glück mal versuchen. So, ich mische immer ein bisschen mehr an, als ich eigentlich brauche, aber lieber ein klein bisschen zu viel als zu wenig. Ja, kommt schon. Ja, hier haben wir noch eine kleine Besonderheit. Also das Ding ist hier vorne auch noch ziemlich angeschlagen. Da können wir nachher einfach mal ein Stück rausschneiden. So, jetzt mache ich eigentlich, ich hoffe, dass auch nichts rausguckt. Ne. So, das Querruder, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich muss da oben. Dann können wir hier leicht das Gewebe ein bisschen mit ankleben. So, ein bisschen mit Gewichten belegen. Ich hatte ja eigentlich die Rückseite noch gleich noch mal eben, die mache ich gleich noch mal hoch. Eben ein bisschen abwischen können. Braucht man nachher nicht so viel schleifen. Streifen draufbacken. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn sowas irgendwo mal passiert, reißt nicht den ganzen Flügel auseinander, weil er besser in den Kofferraum packt, sondern nehmt die Teile, lasst sie so einigermaßen vernünftig, auf Deutsch gesagt, in Frieden. Oh, hier ist schon eine alte Reparaturstelle, da hat schon einer ordentlich gefuscht hier. Oh, hier ist ja schon alles lose. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Darunter ist nämlich nur noch Müll. Das schneiden wir gleich, mal ab. So, jetzt lassen wir das mal einen Augenblick ruhen. Und dass unser 5 Minuten Epoxy angezogen hat. Die Seite. Würde jetzt eigentlich, müsste jetzt eigentlich noch so angeklebt werden. Aber ihr seht, hier sind natürlich auch schon Riesenstellen, die irgendwo fehlen. Aber das machen wir gleich hier vorne, zeigen wir das mal. Wir werden also nochmal, schönen Dank an André, aber wir werden den Flügel nicht komplett reparieren. Dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt passiert ist. Wir haben eben eine schöpferische Pause gemacht. Und könnt ihr sagen, okay, 5 Minuten Epoxy, aber das härtet ja irgendwann auch noch nach. Oh ja, geht schon. Hat schlimmer kommen können. Also wenn die Flügel vorher auf dem Meiler das gut gewachst war, kann man in der Regel das meiste eigentlich so wieder runterschieben. Ich muss jetzt hier nochmal eben die alte Reparaturstelle von dem von André entfernen. Da habe ich eben nicht drauf geachtet vorher. Aber ist auch nicht ganz so wild. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, einen neuen Flügel bekommt man nie damit hin, bei solchen Reparaturen. Sicherlich, wenn die Flügel lackiert sind und, dann könnte man spachteln und man kann diverse Anspachtelungen machen und.
Aber ich sage immer, in 5 Meter Entfernung sieht man das sowieso nicht mehr. Also das heißt, die Optik sicherlich spielt die eine Rolle, wenn das Modell dementsprechend auch in irgendeiner anderen Preisliga liegt. Aber das haben wir hier ja nun nicht. So, nun seht ihr hier, haben wir einen riesen Einschlag. Wir brauchen jetzt für die Reparatur ein relativ scharfes Messer, wo ich das dann umgefallen. Ihr seht hier, bis hier hinten ist das zerstört. Ich gehe jetzt hin und schneide den Schaden großflächig raus. So, ich bin jetzt hier so eigentlich ein gutes Material jetzt schon wieder drin. Nun wollte ich irgendwie eine scharfe Klinge haben, habe aber eine stumpfe erwischt. Aber das ändern wir sofort. Eine neue. Und da macht es Sinn, ab und zu auch mal eine neue Klinge zu nehmen, weil die schneiden einfach dann schöner. Aber hier irgendwie. Will das auch nicht so recht. So, nun passen wir uns hier einen Klotz an. Auch einen Bleistift. Ein Schaumklotz. Bisschen großzügig alles zuschneiden erstmal. Wegschneiden können wir immer noch was. Oh, Meister und Gesellen, da hat er aber einen daneben gelegt hier. Siehst du? Aber das können wir regeln, wir großzügig gearbeitet haben. Wir brauchen einen schönen Schlagplatz dafür. Hatten wir beim letzten Mal ja schon, also ich nehme nie sehr feines Schleifpapier, weil man schleift sich damit einen Wolf. Und gut ist. Ja, wie ihr seht, heute fehlt ein bisschen die Gemütlichkeit. Gar kein Wein hier auf dem Tisch. Aber irgendwas muss ich mal für meinen Bauch tun. Vielleicht hilft's. Gibt es heute nur ja, Selterwasser. Auf den letzten Videos war die Plauze so dick, konnte ich ja gar nicht mehr mit angucken. Aber ob das hilft, wenn wir sehen, 3 Monaten oder so, wenn ein bisschen was gebracht hat.
So, hier können wir auch nochmal unser Tesaband als Klebehilfe nehmen. Sich wieder an. So, jetzt haben wir den Klotz da eingesetzt. Also diese Reparatur oder so eine ähnliche kann man eigentlich bei allen Schaumfliegern machen, auch bei den F5J Fliegern, die es jetzt mittlerweile gibt, die da mit eigentlich ähnlicher Flächenart daherkommen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Sicherlich bekommt man keinen neuen Flügel, auch wenn die Dinger gut fliegen, wegschmeißen, nur weil es mal so ein Springbaum im Weg gestanden hat oder irgendein Windsack oder sonst was, was man so auf dem Flugplatz immer grundsätzlich gerne trifft. Ja, als weiteres brauchen wir hier, ich habe hier schon Harz angemischt etwas. Ich habe wieder den Becher abgeschnitten, damit ich mit meinem Schaumplatz da gleich wieder reinkomme. Ich benutze heute keinen Pinsel, weil es einfach günstiger ist. Ich habe hier 50 Gramm Gewebe. Ich habe hier schon einen kleinen Kohlestab, den werden wir da gleich auch noch einsetzen, fertig gemacht. Das ist ein normaler Kohlecup, der auch bei den Slowflyern immer benutzt wird. Ich habe hier ein 6K-Rohwing. Die haben wir beim letzten Mal auch schon mal, hatte ich schon mal gezeigt. Das sind die, die so schön glatt sind. Ich habe hier noch Spretthau-Rohwing. Also wir werden nicht die Reparatur so schmal machen hier wie beim Seitenhut. Da war ja dieser Rohwing auch als Holm drinne, dann kann ich ihn auch oben drauf kleben und ist optisch eigentlich nicht sichtbar. Hier wird das dann nur mal eben sichtbar, aber ich denke mal, das tut dem Flugzeug nachher keinen Abbruch. Ich habe mal zu Norbert gesagt, irgendwann, das Flugzeug weiß ja gar nicht, dass es fliegen soll, es fliegt doch. Ne? Also die ganze Theorie, die es da alles gibt, funktioniert ja auch alles, ist ja auch alles richtig, aber letztendlich fliegt es, aber es weiß es nicht, aber so geht's auch. Gut. Jetzt müssen wir eben 4 Minuten warten. Ja, nun haben wir hier den Klotz schon eingeklebt, wie ihr seht. Den schneiden wir erstmal eben grob zurecht. Schmeiße ich hier Norberts Equipment noch um. Also ich muss jetzt sagen, was ich jetzt hier mache, ist so wie ich jetzt mache, muss ich dazu sagen. Es gibt immer andere Reparaturmethoden, die genauso gut sind, die vielleicht sogar besser sind. Mehr als das, was ich kann, kann ich euch auch nicht beibringen. Und ich habe auch nicht das Rad neu erfunden. So. Schleifen wir das mal eben. So, jetzt können wir ruhig ein bisschen auch ins Gewebe einschleifen hier, weil da muss sowieso nachher. Das heißt, wir müssen die Oberfläche eh ein bisschen anschleifen. Na, das Epoxy ist, 5 mm Epoxy ist noch nicht ganz hart, aber so, wir werden auch heute nur, ich sag mal hier, die Oberseite reparieren. Unterseite ist gleich, also ich muss das ja noch nicht hier, wir müssen das nicht hier irgendwie in die Länge ziehen, die ganze Geschichte. Tesafilm sollte runter, macht das keinen Sinn. Ihr seht schon hier, der Farbnebel, der da auf der Fläche ist, der geht jetzt langsam runter. So, wer das jetzt ganz gut machen will, der könnte jetzt hier
sag ich mal, es gibt heute so einen Leichtspachtel. Das sollte man aber nicht bei Hartschaum anwenden, weil das ein Polyesterspachtel ist. Man könnte sich jetzt ein bisschen was anrühren mit Mikroballon, wäre eine Möglichkeit. Es gab mal früher so einen Balsaspachtel, der funktioniert eigentlich auch sehr gut. Weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann, aber war mal eine Zeit lang darauf PU-Basis. Auch das würde funktionieren. Ich mache das aber nicht so, weil ich möchte hier nachher lieber eine Lage Gewebe mehr reinlegen, um hier die Festigkeit hinzukriegen. So, nun brauchen wir nochmal unser scharfes Messer und wir bräuchten ein Stahllineal. Jetzt schneiden wir hier oben. Ich hoffe, dass ich das hier so treffe. Ja. So, dann machen wir eben einen Strich machen. So viel Strich gemacht, dann sehe ich nicht mehr. Was ist das denn? Also so ein Kohlecup kann man auch gut Flächen, die aus der Form kommen, einsetzen zur Versteifung. Vor allem, wenn die in Vollkohle sind, sieht man das gar nicht so dolle. Das ist also kaum zu sehen. Ne? Ich will hier nicht mehr richtig schneiden. So, nun können wir hier unser Schmirgel nehmen. Und versuchen da mal eben reinzukommen. Ich hoffe, das klappt. So, hier oben auf dem Holm schleife ich vielleicht ein bisschen mehr an, damit es nachher auch wirklich gut hält. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Harz. Das versuche ich hier erstmal aufzubringen. Vielleicht habe ich da einen Holzspachtel hier. So, das Harz habe ich vorhin schon mal angerührt, haben wir schon vorher angerührt. Das muss man ja keinem mehr zeigen. Ich denke mal, das ist nicht das Problem. Ein Stück Harz, ein bisschen Harz anzurühren. So, ihr seht, ich arbeite hier ohne Handschuhe. Ein Frevel. Sollte eigentlich lieber Handschuhe anziehen. Mache ich aber auch gleich. So, dann habe ich den Holm hier schon mal so eingesetzt. Den könnten wir nochmal. Ich habe hier noch. So, mischen wir das erstmal eben ab. Ja, wir müssen. Legen wir das mal eben kurz zur Seite. Das Ordnungssystem funktioniert hier doch perfekt. So, was wir jetzt machen, wir brauchen vorne um die Nase noch irgendwas rum. Also eine Verstärkung. Und. Da schneide ich mir. So, und da habe ich hier irgendwo eben schon etwas dünner. So, jetzt komme ich hier zu einem Klebeband, das nennt sich Transferklebeband.
Das ist von Scotch. Sind sich Transferklebeband 924. Es gibt aber verschiedene oder mehrere Sorten, nenne ich das mal, von diesem Hersteller. Und ich mache das mal so, dass Norbert das auch filmen kann. Dieses klebt am besten. Es gibt noch ein zweites, was sogar noch eine höhere Klebekraft hat. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also diese Billigklebebänder ist so eine Sache für sich. Da halte ich immer nicht viel von oder ich war nicht so begeistert davon. So, jetzt habe ich hier mir schon Kohlestreifen drauf geklebt. Jetzt klebe ich mir hier einfach noch einen Glasstreifen drüber. Das ist das nachher, was wir wegschleifen können. So eine Schleiflage nennt man sich das. So, das schneiden wir mal eben mit unserer schönen Schere wieder zurecht. Ihr seht, die schneidet auch Glas perfekt. Ich kann es nicht sagen, ganz toll. So, nun habe ich hier mir so eine Schleiflage gemacht oder so eine Kohlenase. Und die bringe ich jetzt hier gleich vorne auf die Nase auf. So kann man auch eine Nase bei Positivbauweise machen. Ja. Gucken wir mal eben. Und da braucht man nicht irgendwie teures Kohlegewebe oder irgend sowas. Das geht auch so ganz prima. So, da wird einer sagen, dieses Klebeband. Ja, da geht das Harz nicht ganz durch, das stimmt, aber das Klebeband, das klebt auf Deutsch gesagt, wenn das nachher richtig drauf ist, wie Hulle, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich klasse. Es gibt noch ein Klebeband, das ist dieses hier, das gibt es von Wirth, das ist ähnlich. Das ist ein ähnliches Klebeband, es hat sogar eine Gitterfolie. Das hat sogar folgende Eigenschaft, wenn ich damit wir kommen wieder von 100 ins 1000, ich merke das schon. Also das kann man wunderbar oder sehr gut bei den Slowflyern benutzen. Man kann da wirklich eine relativ gute und schnelle Klebung machen. Man sieht das kaum, das ist hauchdünn und was einmal richtig zusammen ist, das kriegt ihr nicht wieder auseinander hier. Da könnt ihr reißen, was ihr wollt. Das ist auch Oberklasse. Muss ich sagen, ist aber für diesen Bereich, also für diese Reparatur nicht, aber so zwei Schäume zusammenkleben, das hält besser als alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, es bleibt elastisch, ja, weil das Klebeband ist nicht hart. Ja, ich benutze das auch, ich klebe auch mein Schleifpapier auf die Schleifklötze damit und so weiter. Man braucht gar keine teuren Grip-Dinger kaufen oder wie die Dinger heißen. Kann man sich alles ein bisschen sparen. Das ist von Wirth. Ich weiß noch nicht mal, wo das für gebraucht habe. Ich glaube, das ist um Deltafolien oder so anzukleben. Irgend sowas dafür ist das. So, nun kneift ja so ein. Dann haben wir ja hier, das kann man sehen, hier ist also immer so eine leichte Vertiefung drin. Wenn man jetzt keinen Spachtel zur Verfügung hat, macht es Sinn, erstmal hier eine etwas größere Überlappung drauf zu machen. Das heißt, ich baue diese Nut mit dünnen Gewebestreifen auf, ein bisschen jedenfalls. Der Vorteil ist, dass ich da auch wesentlich mehr Gewebe als das Original da reinbringe und der Flügel eigentlich an der Stelle nie wieder kaputt geht. Wenn daneben irgendwo. Man sieht das schon gar nicht mehr. Das baut überhaupt nicht auf. Dieses jetzt 50 Gramm Gewebe.
Ich habe mal einer gefragt, was er machen soll. Ich habe gesagt, er soll sich bei den einschlägigen Firmen einfach mal so ein Bastelpaket, so ein Reparaturpaket anschaffen, wo ein Quadratmeter oder zwei 25 Gramm 50er und 100er ist oder 80er Gewebe drin ist. Da kommt man ein paar Jahre mit hin. Man kann auch mal größere Sachen damit reparieren. Das frisst kein Brot. Das ist das teuerste, vermutlich die Frachtkosten und nicht das Gewebe oder irgend sowas. Weil wenn man selten das macht, dann sollte man auf alle Fälle sich keine großen Mengen von Harz hinpacken, weil das der Härter, also das Harz selber funktioniert meist noch sehr lange sehr gut, aber der Härter kommt oft an seine Leistungsgrenzen. So. Dann habe ich immer noch keine Handschuhe an. Oh, ist ein Schmierfink der Grotz heute. Da. Ich hole mir doch mal eben Handschuhe, bevor das hier doch noch alles bettig wird. Na, warte, ich muss nicht eben Handschuhe holen. Ja, die Farbe der Handschuhe hat sich auch geändert. Hier siehst du das, wie schon das Harz wird schon ist nicht mehr so flüssig. Ne? Du hast ja extra die Heißpistole geholt. Ja, die wollte ich eigentlich für den anderen haben, nicht für dieses. So, wo man ein bisschen mehr Harz nehmen muss, ist jetzt bei der Nase. Das kann man ruhig erstmal ein bisschen heftig eintupfen, damit wirklich auch der Kohlestrang durchgeht. So, was ich jetzt noch mache. Ich mache jetzt noch so eine kleine, ich habe hier noch so ein 6K-Rohwing. Dann machen wir nochmal hier oben so eine Angstlasche drauf. Die machen wir ein bisschen länger. So, decken wir alles beides mit ab. So, dann habe ich hier schon Gewebestreifen schon bereitgelegt. So, ich habe letztens hatten wir ja bei dem Leitwerk hatten wir das abgetupft. Als ich das dann auseinandergenommen habe, das zweite Mal, konnte ich dann feststellen, dass wir eigentlich zu viel Harz rausgenommen haben, weil das Gewebe dann doch ziemlich trocken war. Also ein bisschen. So eine Reparatur wiegt ja auch nicht viel. Also es ist ja nicht so, dass man da Kilos drauf bringt. Und dann kommt wieder einer. Ja, die eine Seite wird ja schwerer als die andere. Aber Leute, das merkt ihr beim Fliegen gar nicht. So, aber ihr seht, die Nase wird schon so ähnlich, wie es eigentlich sein soll. So. Nun machen wir hier mal alles eben runter. Auch schon wieder an. So, dann habe ich hier wieder meine. Eben habe ich doch noch ein PE-Streifen mit dem wieder. Habe ich doch zurechtgestanden. Nochmal. Ich würde auch nie beide Seiten zur gleichen Zeit machen. Dies jetzt 24 Stunden ruhen lassen oder länger. Ja, schon mal das Datenblatt von so 24 Stunden Epoxy gelesen hat, wird feststellen, dass das Harz erst nach 7 Tagen seine richtige Endfestigkeit hat. So, was wir jetzt hier schön machen können. Na, wir könnten hier doch noch ein bisschen das unten rumlegen und dann überlappen wir das nachher. Auch nicht schlecht. Das schleifen wir nachher noch ein bisschen an wieder. So, manch einer sagt ja immer, viel hilft viel. Das ist nicht unbedingt gesagt. Also das ist, stimmt nicht ganz. Also man sollte das schon ein bisschen. Unsere These. Ja.
So, das massieren wir gleich noch ein bisschen ein. Und dann wir hinten auch noch mal eben Streifen dran machen. Es macht keinen Sinn, das alles auf einen Schlag zu machen. Das wäre eine Reparatur, die jetzt eigentlich dann theoretisch 4 oder 5 Abende für eine Stunde oder so zu machen ist. Länger braucht man da auch nicht für. So, was wir jetzt hier noch machen können, schön den Rand einmassieren. Wird der Übergang, brauchen wir nachher so gut wie gar nicht schleifen. Also da wird nicht viel zu schleifen sein. Sollen wir dann beim nächsten Mal. So, ihr seht, jetzt wird der O-Wink noch ein bisschen breiter, das heißt, wird ein bisschen dünner. Eine leichte Beule ist hier immer noch drin, aber. Man könnte sich natürlich ein bisschen mehr Zeit nehmen und noch mehr Mühe machen. Aber wir wollen ja nur zeigen, wie es geht. Und wir wollen ja nicht hier. Aber wenn das Ergebnis zum Zeitaufwand gut genug ist, dann ist das okay. So, was man jetzt noch machen kann, haben wir hier unseren Tisch. So, und jetzt legen wir hier nochmal einen Schaumplatz drauf. Ich hoffe, dass der sich einigermaßen trocken lässt. Na, der ist ziemlich dick. Aber, also ein guter Schwamm geht da auch. Also, dies ist ja eigentlich viel zu stabil. Ich habe jetzt im Moment nichts anderes, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Die Nase war aber schön glatt, also für einen Positivflügel. So, 24 Stunden warten. Dann können wir es auspacken. Das heißt, wir werden das heute nicht mehr machen.